Moin moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu der Kühne Knappe. Wir haben beim letzten Mal den Schlüssel von der Katze bekommen, weil wir die Leckerlis zurückgeholt haben. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal weiter und gucken, was uns erwartet auf der nächsten Seite. Da ist wieder der Shop und hier zum Wälzerturm. Holen wir direkt die Glühbirnen mit. Können wir direkt ausgeben gleich. So, Hallöchen. So sehen wir uns wieder. Wie wäre es mit einem Blick auf mein aktuelles Angebot? Oh, das sind noch mehr. Wirbelangriff, Abzeichen. Lade einen gewaltigen Wirbelangriff und nutze ihn, um Gegnergruppen leicht zu besiegen. Wir haben das noch gar nicht. Sprungangriff, okay. Schwertschadenaufwertung, das können wir machen. Ich mach das jetzt schon mal. Das ist das Erste, was da war. Du hast ein neues Kunstwerk gefunden. Moonbeard. Konzeptcharakter Mondbart. Frühe Charakterstudio Mondbart vor seiner Sonnenbrille. Und dann haben wir hier noch Schwertschaden. Ja. Wunderbar. Schwertschaden ist aufgewertet. Hoppala. Und dann gehen wir erstmal weiter, bis wir uns die anderen Sachen holen können. Der Baum, der wackelt halt so, als könnte ich den wirklich fällen, aber... Da tut sich leider nichts. Gehen wir erstmal nach oben. Oh oh. Unser Trio blieb wie angewurzelt stehen. Dort am Horizont. Erhob sich der Wälzerturm. Oh. Da sind wir. Oh, hier ist es ganz schön schnell dunkel geworden. Irgendeine Magie ist im Gange. Alles kribbelt irgendwie. Seltsame Elektrizität lag in der Luft. Oh Gott. Das war kein Buchkäfer. Das war echt. Und weiter geht's. Blitzdröhnen. Echt metalmäßig. Achso. Moment. Aus den Bäumen fällt was raus. Diese seltsame Elektrizität brachte Monster hervor. Oh Gott. Okay, erledigt. Eieiei. Deswegen wackeln auch die Bäume. Sauber. Ein großer Blob. Au, nicht gut. Sauber. Gucken da oben am Bildschirmrand. Dieser Zettel. Ich dachte, da hätte sich was getan. Springen. Sauber. Da haben wir wieder volle Leben. Verdammt, wenn die springen, kriege ich die nicht. So ist es eigentlich ganz gut gerade. Au! Okay, die haben nicht mehr viel gehabt. Sehr schön. Ah, jetzt geht die Tür auf. Also diese Gesichtstüren sagen immer, tu was, begeistere mich und dann gehe ich auf. Hallo, junge Abenteurer. Seid ihr auf dem Weg zum Wälzerturm?
Jo, genau. Dahin sind wir unterwegs. Vorsicht, ein dunkler Magier bewohnt den Turm. Seine Magie sorgt für Umsturz und Chaos. Ich meine, seht euch nur die reizende Brücke an. Vollständig ausgelöscht. Oh ja, zertrümmert. Hm, gibt es noch einen anderen Weg übers Wasser? Achso. Sonst ist dieses belesene Land so friedvoll. Der Aufruhr ist dem Lesen nicht zuträglich. Hoppa, hey. Da ist auf jeden Fall ein Weg nach unten. Ein Höhleneingang, sehr vielversprechend. Auf in den Dungeon. Mann, echt düster, aber tolle Akustik. Jod, geh du voraus, Alter. Dein kühner Schwimmer wird den Weg erhellen. Schimmer, nicht Schwimmer. Laufen jetzt alle nebeneinander? Ich muss mal was ausprobieren. Okay, ich falle, wenn ich falle. Ach so. Eieiei. Eieiei, ein Hebel. Hallo. Der Weg sagt hier so, aber hier ist nichts. Jetzt geht's wieder hoch. Ach so, jetzt habe ich hier aufgemacht. Was seid ihr? Ich würde gerne den da oben noch holen, aber... Kann ich... Nee. Ich probiere es gerade einmal noch, aber ich glaube... Nee. Vielleicht von hier noch? Wobei, das muss ich ausprobieren. Der ist weg. Der kommt nicht mehr wieder. Jetzt kommt er wieder raus. Na komm. Ha! Erledigt. Au, nicht gut. Da geht's wohl weiter. Jod erkundet die unpassierbare Höhle. Oh, hallo. Oh, hier wird's dunkel. Nicht runterfallen. Und wir sind wieder draußen. Sauber, auf der anderen Seite wahrscheinlich. Na, sieh mal einer an. Wir haben den Fluss unterquert. Weiter geht's. Da war doch noch eine. 133. Wir kommen nicht auf den oberen Wert. Oh, da komme ich nicht ran. Ich gucke nochmal ganz kurz von hier. Nee, keine Chance. Den Büschel da hinten, den kriege ich nicht. So, sehen wir uns wieder. Wie wäre es mit einem Blick auf mein aktuelles Angebot? Mache ich direkt Schwertwurf. Und auch hier das Bild wieder. Du hast ein neues Kunstwerk gefunden. Konzeptgebiet Feenwald. Ein frühes Konzept von Spieleumgebungen. Ein verwunschener Ort. Ein kleiner Blick in die Zukunft. Oh oh. Hoppla, die ganzen Bücher. Ziemlich schaurig. Sieht trotzdem irgendwie cool aus. Okay, die Reichweite ist erhöht worden.
nach oben. Die Bücher waren bewusst aufgestapelt worden. Große Bücherberge. Hier liegt ein Schlüssel. Den darf ich doch bestimmt nicht mitnehmen. Ja, ich wusste es. Gegner. Oh, zwei Blobs. Aha. Da verstehe ich auch noch ein Konzeptbild. Au. Ja, sehr schön. Wir haben es geschafft. Und ein wenig Leben. Achso, das ist ein Herz, was mich über Maximum heilt und bleibt deswegen da stehen. Okay. Den lege ich mal da ab. Achso, ich komme dann wahrscheinlich... Nee, hier komme ich doch hin. Wunderbar. Konzeptgebiet Süßigkeitenland. Ein frühes Konzept von Spielumgebungen sieht lecker aus. Ich bin gerade am überlegen, ob wir die vielleicht erstmal weglassen. Also, wir sammeln die schon ein. Aber drücken die schnell weg, weil wir da vielleicht einen Blick, also Konzeptart ist ja umgesetzt worden wahrscheinlich. Ja, ich muss mal gucken. Ich meine, ihr könnt es auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das gerne hättet. Aber ich bin gerade am überlegen, weil das spoilert uns ja vielleicht ein klein bisschen. Nur vielleicht. Aufgestapelte Bücher sind ein echtes Hindernis. Aber wenn die Bücher verstreut wären, kämst du vielleicht vorbei. Da haben wir das. Bevor ich das da ablege. Ah, Mist. Ich wollte gerade mal probieren wegen dem Ranziehen. Das stand ja auch da. Ich weiß nicht, ob das damit auch geht. Sehr schön. Wie sieht's aus? Habe ich irgendwas übersehen? Habe ich irgendwas übersehen? Was ist, wenn ich das mal hier hin mache? Aha. Moment, jetzt muss ich gerade... Achso, ja klar, für das Loch als Brücke. Oder um da reinzuwerfen. Natürlich. Gelöst. Weiter geht's. Der elende Narr Jod. Er kriegt noch, was er verdient. Also schön, das ist ein bisschen gruselig. Die Zeit naht. Verflixter kühner Knappe. Oh, verdammt. Ich habe die Untergrenze erreicht. Ich muss zurück. Jetzt gerade mal ausprobieren. Ah, okay. Hat er direkt mitgenommen beim Rückflug. Sehr nice. Dann probiere ich das gerade hier noch. Ja, sauber. Und das hatte ich, ne? Und da sind wir zurück. Und kommen beim Turm an. Der Wälzerturm. Aha. Hier beginnt es alles. Ein historischer Ort und keinerlei Fehler. Hm?
Hallo und anscheinend auch auf Wiedersehen. Keine Ahnung, wer das war, aber hier gibt es so viel Seltsames. Jedenfalls sind wir nah dran. Sind wir da, am Wälzertraum. Grumweil scheint noch da oben auf dem Dach zu sein. Es wird Zeit, dass der kühne Knappe sich um den Fiesling kümmert. Wir bleiben hier unten, Alter. Wir wollen dir deinen Stil nicht verpfuschen. Das ist einer der dieser dramatischen, heldenhaften Augenblicke, weißt du? Bei der großen Abrechnung sollten wir zwei Trottel nicht im Hintergrund herumlungern. Nee, wir lungern lieber hier rum, aber wir feuern dich die ganze Zeit an. Herumlungern und anfeuern, das passt besser zu uns, Jod. Knöpf dir den Kerl vor. Erstmal knöpfe ich mir die Sträucher hier vor. Oh, da komme ich nicht durch. Okay. Los geht's. George stieg die steilen Stufen hinauf. Ah, der ach so kühne Knappe. Ich habe dich erwartet. Schön, dass du es zum Wälzerturm geschafft hast. Vielleicht fragst du dich, was Grumweil hier macht. Nun, ich hatte so ein Grummgefühl, dass ich dem alten Turm was Interessantes finden würde, in dem alten Turm. Und ich habe tatsächlich was Interessantes entdeckt. Ein Buch. Es war in einer sehr geheimen Kammer versteckt, weil es ein ganz besonderes Buch ist. Der Titel dieses ganz besonderen Buches lautet... Der kühne Knappe. Ja, genau. Es handelt von dir und mir und allen, die in diesem verflixten Land leben. Es ist unsere Lebensgeschichte. Wie sich herausstellt, ist unser Land Mojo nur der Schauplatz eines Bilderbuchs. Schwer zu glauben. Ich versichere dir, es ist wahr. Ich habe hier ein Exemplar des Bilderbuchs, ein Buch im Buch, wenn man so will. Ich habe es gelesen, es ist sehr interessant. Du wagst dich mit diesem Hexenmädchen durch das Land. Ihr begegnet dem Bergtroll, macht euch auf den Weg hierher zu mir. Doch ich habe weitergelesen bis zu diesem Kapitel. Ich weiß, was nun geschieht. Wir kämpfen hier auf dem Dach. Jetzt rate mal, wie das ausgeht. Und so besiegte der kühne Knappe den miesen Magier Grumweil erneut. Du gewinnst, so wie immer. Weißt du, das Buch ist Teil einer Reihe und in jedem dieser Bücher gewinnst du. Jedes einzelne vermeldete Mal. Weil du der kühne Knappe bist, der Held der Geschichte, der nichts falsch machen kann. Steht siegreich, selbst die kleinen Geschichten, die du schreibst, von allen geliebt. Das macht mich wahnsinnig wie eine Mücke in meinem Gewand, ja. Ein passender Vergleich. Ich bin der Schurke, der unfähige Magier, der nichts richtig machen kann. Ausersehen stets zu verlieren. Jedenfalls war das bislang so, aber vielleicht muss es nicht so sein. Vielleicht kann selbst Grumweil mal ein bisschen Ruhm abbekommen, wenn der kühne Knappe aus dem Buch gerissen wird. Wenn man ihn rauswirft. Und da haben wir den Plot, von dem ich sprach. Das war's mit dem 2D. Und da sind wir auf einmal außerhalb im Buch, des Buches. Und wir haben auch kein Schwert dabei gerade. Das ist richtig cool. Da ist das Buch der kühne Knappe, unser Zuhause. Und wir liegen hier außen. Und jetzt? Zeigen uns die Pfeile den Weg. Aber vorher will ich hier nochmal ein bisschen gucken. Acrylic Color. Okay. Bonzilla. School Glue. Parker. Das sehe ich nicht ganz. Parker End noch irgendwas. Okay. Da steht es auch nochmal. Acrylic Color. Da ist doch so ein Käfer. Mach keinen Mist darum, ja?
Ich dachte schon, er wollte das runterrollen auf mich. Eieiei, so dunkel hier. Und so schallend. Der kühne Knappe. Oh, hallo? Ist da draußen jemand? Irgendjemand ruft. Wärst du so nett, den Deckel dieser Brotbox zu öffnen? Alles klar, das kann ich probieren. Müssen wir mal gucken, wie wir da hochkommen. Ich folge erstmal dem Weg hier. Ist das ein kaputter, großer Käfer? Auf jeden Fall kann ich so ein bisschen auf den springen. Ja. Groß für den Käfer, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss gerade so ein bisschen an die SpongeBob-Folge denken, wo der sich selber gemalt hat. Wo die Stifte gerade hier rumliegen. Kann ich denn irgendwas machen? Also wenn ich Tasten drücke, passiert gerade noch nichts. Da passiert gerade noch nichts. Jetzt ist natürlich auch Minibart nicht hier. Ah, warte mal, hier, was ist denn hier? Das ist auf jeden Fall eine Zeichnung am Boden. Aber das ist ja natürlich 2D und wir sind nicht mehr 2D. Das wird mir wahrscheinlich nicht viel bringen, aber... Was mich ein bisschen wundert, ist, dass die Kamera hier so reingeht, als könnte ich da irgendwas... Ich habe den gerade bewegt. Wie habe ich das gemacht? Also irgendwie habe ich den bewegt. Übersehe ich irgendwas? Ich gehe nochmal ganz kurz raus, bevor ich jetzt hier weitergehe und schau mal gerade hier nochmal. Achso, hier, warte mal. Das kann ich so schon öffnen. Ich brauche gar nicht nach oben. Ich hab gedacht, da oben wäre das wär zu. Da müsste ich irgendwas aufdrehen. Zum Öffnen Y gedrückt halten und linken Stick drücken. Alles klar, das mache ich mal direkt. Ihr habt mich aber doch nicht gerufen, oder? Oh. Erinnerst du dich an mich, George? Wir kennen uns aus deinem Buch. Weißt du, ich komme eigentlich... nicht von dort. Wir Bücherwürmer reisen viel umher, von Buch zu Buch. Aber du, Jode, bist eine Figur aus einem Buch und solltest nicht hier draußen sein. Grumwalds Magie hat dich von der Seite auf diesen Tisch geworfen, nicht wahr? Wir müssen dich in das Buch zurückbringen, Jode. Das ist äußerst vordringlich. Oder anders gesagt, sehr wichtig. Auf dem Tisch liegen reizvolle Dinge. Einige könnten dir helfen, zurückzukehren. Geh hier links um die Ecke, dann versuchen wir etwas zu finden. Nehme ich direkt noch mit. Hallo nochmal. Siehst du das magische, wirbelnde, grüne Ding? Das ist ein Metamagie-Portal. Es ermöglicht sowohl Reisen zwischen verschiedenen Welten. Die meisten Figuren können nicht durch diese Portale reisen oder zwischen Welten wechseln. Aber du, Jode, du hast diesen Sprung bereits gemacht. Vielleicht schaffst du es erneut. Versuche durch das Portal zu springen, junger Knappe. Dann probiere ich mal direkt, das hier mitzunehmen. Auch wenn mir das vielleicht gar nicht so viel bringen wird. Mal gucken. Achso, gedrückt halten. Bemerkenswert. Etwas von der Metamagie muss auf dich abgefärbt haben, Jode. Genau wie ich kannst du jetzt anscheinend zwischen Welten umherspringen. Die Welt hier ist eine Skizze, die der Bewohner dieses Zimmers gezeichnet hat. Ihm gehört übrigens auch dein Bilderbuch, Jode. Er ist ein Junge namens Sam.
und ein sehr kreatives Kind. Seine Skizzen findest du überall auf dem Schreibtisch. Da du hineinspringen kannst, kommst du mit ihrer Hilfe vielleicht voran. Achso, jetzt habe ich eine echte Karotte dabei. Im Buch. Hoppala. Okay. Köstlich. Karottenschub, Energie wiederhergestellt. Bin ich dir etwa im Weg? Tut mir leid. Moment, ich mache Platz. Da habe ich ein bisschen vorausgegriffen. Ich spreche den trotzdem nochmal an. Eine Karotte ist ein Kegel goldener Lebenskraft. Das ist wahrscheinlich auch das, was er vorher gesagt hat. Ja und... Oh. Okay. Natürlich, 2D. Es gibt keine Höhe. Und hier kann ich wieder raus. Wie cool. Sehr nice. Da komme ich nicht hin. Da muss ich ein bisschen höher. Und ich sehe auch schon, dass... was die Lösung sein könnte. Hier ist nichts weiter. Dafür das Lineal rüber. Nee, das ist es nicht. Auf jeden Fall brauche ich diesen Würfel. Ah, hier kann ich rüber. Guck mal. Komme ich hier drauf? Ach, guck mal, hier komme ich drauf. Perfekt. Und runter damit. So, in die, an die Wand stellen. Achso, und betreten kann ich so direkt machen. Wunderbar, da sind wir drin. Sehr nice. Oh, cool. Leuchtstäbe. Sehr gut, junger Knappe. Der Gegenstand, mit dem du in deine Welt zurückgelangen kannst, müsste weiter vorn sein. Doch auf dem Weg könntest du krabbeligen Koleoptren, Tieren begegnen. So, Käfern. Weißt du, Sam hält sie gern als Haustiere. Pass auf, Jod. Werde nicht von ihnen gefressen. Das darf einfach nicht passieren. Oh, oh. Was ist eigentlich hier? Okay. Ich dachte, da wäre vielleicht was versteckt. Cool mit den Leuchtsticks hier. Halte B oder RT gedrückt, um dich geräuschlos zu bewegen. Alles klar. Und umdrehen. Ha, kriegst mich nicht. Und auf die andere Seite. Der sieht aber schön aus, der Würfel. Ah, okay, dafür. Beim Rennen zum Werfen. Jetzt. Von Willy Wolfram. Und wir gehen wieder rein. Hier fehlt irgendwas. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wobei, doch, müsste eigentlich funktionieren. Ich habe gerade kurz überlegt, 2D und 3D zu mischen und den hier vorzustellen, weil der ja auf dem 2D dann da drauf sein müsste, aber ich kann ihn auch einfach mitnehmen. So. Und da sind wir oben. Eieiei, nicht runterfallen. Au. Nicht gut. Oh. Ich mach mal schleichen, ich glaube, das ist ein bisschen leichter. Oh Gott. Zack. Ich muss ein bisschen später springen.
Eieieiei. Okay. Oh, oh. Tschüss. Damit, daraus wird nichts. Das ist richtig cool. Das ist richtig nice. Jord, du hast es geschafft. Meine Befürchtungen waren grundlos. Anscheinend kann nichts den kühnen Knappen aufhalten. In diesem Sinne, wo du schon hier bist, es gibt da etwas, das du dir wirklich ansehen musst. Diese Skizzen von dir, eine bemerkenswerte Ähnlichkeit, muss ich sagen. Derjenige, der all das gezeichnet hat, heißt Sam. Er ist der Junge, der in diesem Zimmer wohnt und der Besitzer deines Bilderbuchs. Wie du vielleicht erkennst, hat er dich und deine Abenteuer sehr gern. Es freut mich, dass du das sehen kannst, Jod. Wie viel du ihm bedeutest. Aber dem darfst du nicht nachhängen. Deine Aufgabe, in das Buch zurückzukehren, nähert sich ihrem Höhepunkt. Der Gegenstand, den du brauchst, ist direkt hinter dem Skizzenbuch. Weiter geht's. Dann gucken wir mal. Okay. Wobei ich sehe gerade, dass wir am Ende einer Folge sind. Das heißt, das machen wir in der nächsten Folge. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten. Und ja, hoffe, dass es euch gefallen hat und hoffe, dass euch das Spiel gefällt. Und wenn es euch gefällt, dann seid doch so lieb, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.